Diese Frau sagt, dass sie nach der Trennung den Kontakt ihres Kindes zum Vater absichtlich verhindert hat. Ja, das war Rache. Ich war so verletzt und wollte einfach meinen Mann bestrafen, was er mir angetan hat. Und habe dazu meine Tochter benutzt. Wenn man dann in diesem Wahn ist, dann denkt man da gar nicht drüber nach. Man macht das einfach. Da schaltet das Gehirn dann aus. Wenn ein Elternteil aus der Familie ausgegrenzt wird, führt das oft schon nach kurzer Zeit zu einer Entfremdung. Eltern-Kind-Entfremdung ist ja ein klar beschriebener Prozess. Nämlich Entfremdung liegt darin, dass eben ein Elternteil systematisch, vielleicht aber auch vorbewusst, nichtsdestotrotz systematisch ferngehalten wird vom gemeinsamen Kind bzw. von den gemeinsamen Kindern. Für die ist es besonders schlimm. Sie müssen nicht nur die Trennung ihrer Eltern verkraften, sondern verlieren den Kontakt zu einem Elternteil ganz. Auch Cedric hat das erlebt. Man verliert an Halt als Kind. Man fühlt sich sehr traurig und irgendwie auch verloren, weil man will gern Kontakt zu diesem anderen Elternteil, den man nicht sehen darf. Entfremdung erleben jährlich geschätzt 20.000 bis 30.000 Trennungskinder. Jugendämter und Familiengerichte verhalten sich oft unsicher. Hier sehen Psychologen und Juristen dringenden Reformbedarf. Aus Kindersicht geht es darum, Kindern zwei Elternteile zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir davon ausgehen, dass zwei Eltern jedenfalls zu haben etwas Positives für das Kind ist, dann sollte Recht das herbeiführen. Ralf aus einem Ort im Rheinland hat zu seinen Töchtern schon lange keinen Kontakt mehr. Wie es ihnen geht oder was die Schule macht, erfährt er über Anwälte oder das Jugendamt. Dabei hat er ebenso wie die Mutter das Sorgerecht. Wir erzählen in diesem Film subjektiv aus der Sicht der entfremdeten Eltern und ihrer Kinder. Die jeweils andere Seite will sich oftmals nicht zu dem Konflikt äußern. Alle gehen davon aus, dass sie das Richtige für ihre Kinder tun. Um die Kinder und Ex-Partner zu schützen, nennen wir nicht deren Namen. Das Baumhaus, das Ralf nach der Trennung von seiner Frau für seine Töchter gebaut hat, ist lange verwaist. Ja, die erste Zeit, sicher, da waren ja relativ viel noch hier. Und haben sich auch gerne eigentlich ganz gerne hier im Garten aufgehalten, klar. Ja. Die hatten dann anfangs auch noch ihre Hasen hier und ja, es wurde dann halt weniger. Aber was hält die Kinder davon ab, ihren Vater zu treffen? Warum wollen sie ihn nicht sehen? Dazu wollen sie sich nicht öffentlich äußern. Ralfs Mutter hat die Konflikte hautnah mitbekommen. Es ging wohl vor allem um Erziehungsfragen. Was die Kinder dürfen, was nicht, schon vor der Trennung. Aber erst recht danach. Die Ansichten über Erziehung von Kindern, die liegen einfach total konträr zwischen meiner ehemaligen Schwiegertochter und meinem Sohn. Also da liegen Welten zwischen. Meine Grenzen waren enger als die der Mutter. Die Quittung habe ich ja bekommen, ja, dass mir gesagt wurde, ja, aber es ist doch klar, dass sich die Kinder auch für den entscheiden, der, bei dem die Kinder mehr dürfen. Ja. Auch Großeltern sind traurig, wenn sie die Enkelkinder nicht mehr sehen. Was bleibt, sind die Erinnerungen. Das war einfach eine wunderschöne Zeit. Die waren immer so wissbegierig. Die wollten einfach alles machen, alles können. Und ja, wir haben versucht, dem gerecht zu werden. Ne? Aber es war einfach zu schön. Wir haben wirklich unsere viele Jahre, sehr viel Zeit den Kindern geschenkt. Und ich würde es ja auch heute gerne noch machen. Aber wir haben immer gedacht, die Jahre würden auch eine unheimliche Bindung schaffen.
zwischen den Kindern und uns, aber irgendwie ist das doch verloren gegangen. Der Kontakt zu den Kindern wurde mit den Jahren immer weniger. Für den Vater eine sehr schmerzhafte Entwicklung. Es hieß zwar immer so schön, bei jeder Gelegenheit, dass ihnen ja gar nicht verboten worden wäre, mit mir Kontakt zu halten und zu mir zu gehen. Auch wenn ich mein Sorgerecht nicht wahrnehmen kann, erfüllen kann, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich weiterhin der Vater bin. Und meine Kinder dennoch liebe, ja. Bremen. Obwohl der Ehemann dieser Frau immer liebevoll zu seiner Tochter war, hat sich die Mutter in der Ehekrise zwischen Vater und Tochter gestellt. Eigentlich muss man das ja auseinanderhalten. Wenn der Papa gut ist für die Tochter und ihr nichts Schlechtes zufügt oder vor der Tochter schlecht über die Ehe der Eltern spricht, ist ja alles gut. Aber ich habe das nicht zugelassen, ich wollte das nicht. Je länger der Kontakt zwischen einem Elternteil und dem Kind unterbrochen wird, desto verstörender ist das. Der Psychologe und Forscher Stefan Rücker von der Universität Bremen hat im Auftrag des Bundesfamilienministeriums eine Studie zum Thema Kindeswohl und Umgangsrecht durchgeführt. Demnach haben viele Kinder nach langer Zeit der Entfremdung gar nicht mehr den Wunsch, diesen Elternteil zu sehen. Im Gegenteil, manche lehnen das geradezu ab. Was ja ein Kernmerkmal im Verhalten von Kindern ist, die entfremdet worden sind, ist ja gerade die Betonung des eigenen Wunsches und des eigenen Willens. Das heißt also, Mama hat mir das gar nicht gesagt. Das müsst ihr mir glauben, das ist mein ureigener, genuiner Wunsch. Wenn Kinder mir das sagen, habe ich eigentlich schon den ersten Marker dafür, dass es tatsächlich nicht die Kinder sind, die den Kontakt nicht wünschen, sondern nämlich ein Elternteil. Wie kann es zu einer solch tiefgreifenden Entfremdung kommen? Eine Trennung bewirkt oft heftige Verletzungen, auch bei dieser Mutter. Als ihr Mann sich in eine andere verliebte, hat sie sich an das gemeinsame Kind geklammert. Ich hatte Angst, dass ich sie verliere. Dass sie vielleicht gesagt hätte, ach, ich ziehe jetzt zu Papa, da ist das schöner. Meine Tochter liebt ihren Papa abgöttisch. Sie hat noch zu mir gesagt, also, wenn Papa auszieht, ach, dann gehe ich mit. Das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Die Motive für Eltern-Kind-Entfremdung sind ganz unterschiedlich und reichen zum Beispiel von Angst über Rache bis hin auch zu Persönlichkeitsstörungen. Im klassischen Fall von Angst ist es manchmal anklammerndes Verhalten, dass der entfremdende Elternteil sagt, ich habe schon meinen Partner oder meine Partnerin verloren und ich habe noch Angst dazu, das Kind oder die Kinder zu verlieren. Das darf nicht passieren. Ich habe wirklich versucht, ihm meine Tochter zu entziehen. Ob das am Telefon war. Ich habe es meistens ausgehabt, das Telefon, damit sie nicht mit ihm telefonieren konnte. Wenn er sie abholen wollte zum Besuch, da habe ich gesagt, sie schläft bei ihren Großeltern, sie kann nicht und sie möchte auch nicht. Also ich war richtig in so einem Wahn. Die Mechanismen, die Tricks im Alltag, die sind selbstverständlich planvoll. Das ist sehr geschickt. Das ist manchmal auch sehr intelligent gemacht, wie die Entfremdung da angelegt ist. Also meine Tochter war für mich mein Besitz, sie hat mir gehört. Und er hat überhaupt nichts zu bestimmen gehabt. Überhaupt gar nichts. Ich wollte sie auf meine Seite haben. Ich habe gedacht, wenn sie alles mitkriegt, was er gemacht hat, dann würde sie ihn überhaupt nicht mehr sehen wollen. Ja, meine Tochter muss sehen, er ist gar nicht der Perfekte oder der Gute. Er ist der Böse und der Schlechte. Und so habe ich das ganz, ganz viele Monate gemacht. Ist schon schlimm, wie man Kinder manipulieren kann. Also man kann Kinder richtig manipulieren. Und das ist eigentlich richtig, richtig falsch. Marburg. Seit der Scheidung kämpft Tobias für einen regelmäßigen Umgang mit seinem Sohn. Der lebt bei seiner Mutter. Rat und Hilfe bekommt er beim Marburger Büro vom Verein Väteraufbruch für Kinder. Ja, na, Marburg. Grüß dich, hallo. Schön, dass du kommst.
Der Diplompädagoge Uli Severin berät viele Eltern, die ihre Kinder nicht mehr zu sehen bekommen. Wie lange hast du den Kleinen denn schon nicht mehr gesehen? Jetzt aktuell ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja. Oh, das ist aber verdammt lang. Und der ist ja auch noch nicht in der Schule, ne? Der ist ein Kleiner. Doch, der ist jetzt in die Schule gekommen. Ah, ja. Allerdings weiß ich das nur indirekt. Aha. Eine Information habe ich dazu nicht bekommen. Die Eltern, die bei mir anrufen, haben zum Teil ihr Kind ein Jahr, zwei, drei Jahre nicht gesehen, wissen noch nicht mal, wo die Kinder leben und so weiter. Also die sind in einer, je länger das dauert, hochzermürbenden Situation. Sie schildern Symptome wie Schlaflosigkeit, sie schildern, dass sie Konzentrationsstörungen haben, oft noch nie so lange arbeitsunfähig geworden waren. Und denen muss ich dann sagen, dass das eine gesunde Reaktion auf eine extrem schlimme Lebenssituation, auf eine Lebenskrise ist. Jetzt lebt Tobias mit seiner Freundin Claudia und deren Sohn zusammen. Dieser kann seinen Vater regelmäßig sehen. Auch für den Sohn von Tobias wurde vom Jugendamt festgelegt, dass er alle zwei Wochen seinen Vater trifft, für 3 Stunden. So lief es 2 Jahre. Tobias wünschte sich dann, sein Junge solle ab und zu auch zu ihm nach Hause kommen dürfen. Während des eigentlich guten Umgangs hatte ich mich dann beim Jugendamt gemeldet und gesagt, hier, können Sie nicht mal bitte ein bisschen was bewegen, dass wir irgendwie mal zu einer normalen Regelung kommen. Und da sagte dann die Jugendamtsmitarbeiterin zu mir, jetzt lassen Sie doch bitte mal die Mutter in Ruhe. Es ist doch erst ein Jahr her. Die muss doch bitte erst mal ihre Beziehung verarbeiten, die gescheitert ist. Wo ich gesagt habe, es interessiert keinen Menschen, wie ich mich fühle oder wie die Mutter sich fühlt, sondern einzig und allein wichtig sollte eigentlich das Wohl des Kindes sein. Das ist ein Kontakt zu beiden Eltern hat. Und das hat damals keiner hinterfragt. Bei Streitigkeiten zum Umgangsrecht ist das Jugendamt die erste Anlaufstelle. Wenn dort keine Einigung erfolgt, kann der Elternteil mit Unterstützung eines Rechtsanwalts beim Familiengericht klagen. Erhebt die andere Seite Einspruch, geht das Verfahren zum Oberlandesgericht. Dort wird in der Regel ein Gutachten in Auftrag gegeben. Bei einem Umzug beginnt das ganze Verfahren wieder von vorne. Das Familiengericht hat dem Anliegen von Tobias zugestimmt. Doch die Mutter legte Beschwerde ein. In der nächsten Instanz schlug das Oberlandesgericht einen Umgang in Stufen vor. Erstmal einen Nachmittag, dann eine Übernachtung, dann 2 Übernachtungen, dann alle 2 Wochenenden von Freitag bis Sonntag und dann in den Ferien. Das wäre so das Modell gewesen. Aber dazu kam es dann nicht. Einfach weil, wo wir meinen Sohn abholen wollten, da hat er sich nicht getraut. Hat sich im wahrsten Sinne des Wortes am Rockzipfel der Mutter festgehalten. Und so ging es dann eigentlich weiter. Und beim nächsten Mal dann nochmal und beim übernächsten nochmal. Und wo ich dann irgendwann gesagt habe, das ist eine Quälerei. Nun sollte ein psychologischer Sachverständiger ein Gutachten erstellen. Doch zu dem entscheidenden Termin kam es nicht. Die Mutter hat gesagt, dass das Kind nicht kommen will. Und der Gutachter hat dann gesagt, Respekt. Findet er interessant, wie ein damals 6-jähriger Junge durch die Mutter nicht dazu hinbewegt werden kann. Und er sagte einfach nur, es ist okay, wenn sie es nicht schaffen, dann hat das einfach Konsequenzen in meinem Gutachten. Daraufhin wurde dann halt das Gutachten dann angefochten, weil die Mutter daraus interpretiert hat, der Gutachter sei befangen. Es wurde angefochten, obwohl es noch nicht mal erstellt war. Und deswegen geht es jetzt wieder zum Oberlandesgericht. Ein solches Verfahren vor Gericht dauert. Je mehr Zeit vergeht, umso größer wird die Entfremdung. Wir haben ein kontradiktorisches Familienrecht, das dazu führt, dass der Vater gegen die Mutter und die Mutter gegen den Vater gehetzt wird. Die streiten da um jede Stunde, um jede Minute, um jede Art des Umgangs. Und das führt dann dazu, dass dieser Elternstreit, sobald Einrichtungen involviert sind, erst richtig eskaliert.
Und wir haben ganz oft die Situation, dass sich die Gutachterinstitutionen oder die Verfahrensbeistände, dass die sich auf eine Seite bei den Eltern schlagen und dann damit dem Gericht sogar empfehlen, die andere Seite auszugrenzen und auszuschließen. Stattdessen müsste zwischen den Streitenden vermittelt werden. Im Fall von Tobias geht das Verfahren jetzt wieder von vorne los. Denn die Kindsmutter ist mit dem Sohn weggezogen. Sie hat sich einen neuen Anwalt genommen. Und durch den Ortswechsel müssen sich nun andere Ämter und Gerichte neu in den Streitfall einarbeiten. Tobias lässt sich in dem Verfahren von dem Familienrechtler Klaus Weil vertreten. Nehmen Sie Platz. Das Amtsgericht hat schon mitgeteilt, dass an diesem Ablehnungsantrag nichts dran sein wird. Mhm. Wir können es nicht beschleunigen, weil wir warten einfach schlicht auf die Entscheidung vom OLG. Mhm. Wenn man sich dieses Verfahren einmal anschaut, ist die größte Problematik der Zeitablauf. Dadurch, dass das Kind seinen Vater über lange Zeit nicht gesehen hat, tritt eine Entfremdung ein. Und das Kind weiß ganz genau, wenn es sich jetzt möglicherweise anders entscheiden würde, wird seine Mutter traurig, vielleicht sogar böse sein. Und das will das Kind auf jeden Fall vermeiden. Am Ende des Tages ist eine Entscheidung da, die einen bestimmten Umgang festlegt. Wenn dieser Umgang aber nicht wahrgenommen wird, weil das Kind entweder selbst sagt, ich will nicht, oder die Begründung ist, das Kind möchte nicht zum Kindesvater, werden sie kein Kind zwangsweise dem Vater oder auch der Mutter zubringen können. Sodass wir da ein bisschen hilflos sind auf Seiten der Justiz. Das muss man sich ehrlich eingestehen. Ich sage den Vätern, jede Vereinbarung, die du mit der Mutter oder die die Mutter mit dem Vater treffen kann und die eingehalten wird, ist 10-mal mehr wert als der schönste Oberlandesgerichtsbeschluss, der dir zusichert bei einem Ordnungsgeld von bis zu 25.000, dass du Umgang haben sollst mit deinem Kind. Das funktioniert oft auch nicht. Deswegen zweifeln Anwälte manchmal, ob sie ihren Mandanten den Gerichtsweg überhaupt empfehlen sollen. Es ist für das Kind eine Belastung. Das Kind muss angehört werden. Das Kind wird in der Regel in diesen Hochkonfliktverfahren einem Sachverständigen zugeführt. Soll man ihm raten, tatsächlich diesen Weg zu gehen und das Kind in diese Situation zu bringen? Oder soll man ihm sagen, lass es? Ich weiß auch von vielen Verfahren, dass Kinder erleichtert sind, wenn Familiengerichte eine Entscheidung treffen und sie selbst nicht diese Entscheidung treffen müssen oder die Eltern diese Entscheidung treffen müssen, sondern wo das Gericht sagt, du musst jetzt zum Vater gehen, sie haben eine Rechtfertigung, einfach auch der Kindesmutter gegenüber. Berlin. Das Bundesjustizministerium hat eine Reform des Sorge- und Umgangsrechts in Auftrag gegeben und dazu eine Arbeitsgruppe aus Anwälten und Familienrichtern gegründet. Dazu gehört auch die Familienrechtsanwältin Eva Becker. Die Rechte der Väter, auch Unverheirateter, sollen gestärkt werden. Der Vater kommt in die elterliche Sorge in der Situation nur, wenn er rechtlich als Vater festgestellt wird, wenn er anerkannt hat oder wenn er mit der Mutter eine Sorgeerklärung abgibt. Er ist also abhängig von einem formalen Prozedere. Die Reform möchte, dass ein Vater automatisch in die elterliche Sorge mit der Mutter kommt und somit eine Elternschaft auf Augenhöhe stattfindet, also nicht ein Elternteil sozusagen noch in der Hand hat, ob der andere Elternteil, der Vater, nämlich dann in die Mitsorge kommt oder nicht. Nach einer Studie aus dem Jahr 2019 sind jährlich rund 120.000 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Dazu kommen etwa 80.000 Trennungskinder von unverheirateten Paaren. Insgesamt also 200.000 Kinder in Deutschland. 10-15% von ihnen erleben eine Entfremdung. Das sind in jedem Jahr 20.000 bis 30.000 Kinder, die ein Elternteil als zuverlässige Bezugsperson verlieren. Meistens trifft es die Väter, in Ausnahmen auch Mütter. Zum Beispiel Dagmar aus Stuttgart. Bei der Trennung war ihr Sohn gerade 4. Zuerst lebte Cedric bei ihr, doch bald wollte der Vater das Sorgerecht für sich allein. Daraufhin wurde ein Gutachten erstellt. Im Laufe dieses Gutachtens hat Cedric erzählt, dass er bei seinem Vater leben will. Das hat er dann auch der Richterin erzählt. Ich möchte bei meinem Vater leben. Da war er 4,5 Jahre alt. Das ist natürlich irgendwie ein frühes Alter, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Heute ist Cedric 25 Jahre alt, Student in Heidelberg.
Die Situation von damals ist ihm noch präsent. Ich erinnere mich an so Kleinigkeiten, dass mich gefragt wurde, so, ah, was hast du denn bei deinem Vater oder bei deiner Mutter? Was macht ihr so in der Freizeit? Solche Dinge. Ich weiß halt noch, dass ich sehr betont habe, irgendwie, dass es mir bei meinem Vater sehr gut geht. Weil er mich, bevor man zu diesem Gespräch geht, meine ich, haben wir in so einer Art Flur gewartet in diesem Gerichtsgebäude. Und da meinte er noch so zu mir, ah, sag unbedingt, dass du dich ganz wohl bei mir fühlst und so. Weil ihm natürlich irgendwie viel dran lag, auch das Sorgerecht zu kriegen. Ich sah, dass Cedric sehr unter dem Verfahren gelitten hat zwischen den, und den Spannungen, die dann durch so ein Gerichtsverfahren dann erst recht zwischen den Eltern sind. Und deswegen sagte ich, okay, dann sei es so, dann soll Cedric bei seinem Vater bleiben. Aber für mich, das hat sehr, sehr weh getan, Cedric gehen lassen zu müssen. Wenn ein Gericht, eine staatliche Instanz, von der Entscheidung eines Fünfjährigen abhängig macht, ob das Kinderrecht auf Kontakt zu beiden Eltern durchgesetzt wird oder nicht, dann ist es meiner Meinung nach auf dem Holzweg. Also hier ist der größte Reformbedarf. Das Sorgerecht blieb bei beiden Eltern. Der Junge wurde jedes zweite Wochenende von seiner Mutter abgeholt, bis es nicht mehr ging. Da muss ich 11, 12 gewesen sein, meinte er dann auch zu mir, es wäre doch besser für dich, wenn du nur noch in den Ferien, bei denen du sowieso bei ihr wärst, zu ihr gehst und nicht mehr jedes zweite Wochenende. Ich habe ihn freitags abgeholt von seinem Vater. Und als ich ihn ins Bett gebracht habe, hat er angefangen, ganz, ganz fürchterlich zu weinen. Und ich habe ihn gefragt, was ist los? Und dann hat er gesagt, ja, ich musste eine Entscheidung treffen. Mir wurde ein Ultimatum gesetzt. Bis heute musste ich mich entscheiden, ob ich weiter zu dir an den Wochenenden will. Und dann kurz vor den Sommerferien kam dann ein Brief an, dass er in den Wochenenden nicht mehr zu mir kommen will. Und ich wusste, das ist nicht seine Entscheidung, weil er mir ja gesagt hat, wie die Entscheidung zustande kam. Auch Cedric erzählt, sein Vater habe ihn überredet, der Mutter abzusagen und dass er dem Druck dann nachgegeben hat. Jahre später haben sich die beiden ausgesprochen. Der Vater habe damals geglaubt, es sei das Beste für den Sohn. Doch es ging Cedric nicht gut damit. Ich weiß, dass mich danach einfach, und das zieht sich manchmal noch ein bisschen bis heute, einfach viel Gewissensbisse geplagt haben. Also ein großes Schuldgefühl, weil natürlich war mir klar auch in dem Moment, dass ich meine Mutter irgendwie verletze. Das ist ja seine Entscheidung, aber wie kommt so eine Entscheidung zustande? Kann ein Kind wirklich solche Entscheidungen für sich treffen? Ich sage etwas ganz Provokantes und Unpopuläres. Mich interessiert nicht in allererster Linie, was das Kind möchte, sondern auf welchem Wege der Wille des Kindes entstanden ist. Und da sehen wir manchmal mit geeigneten Techniken schon, dass hier, wie gesagt, Intrusionen, also Eingaben von Erwachsenen bestehen. Und die Kinder eigentlich nur wiedergeben, was jemand anderes möchte und sie selbst aber eben gerade nicht. Bei gerichtlichen Auseinandersetzung hochstreitender Eltern passiert oft, dass das Kind beim entfremdenden Elternteil bleibt, obwohl das Gericht festgestellt hat, dass das ein induzierter Wille ist und dass der andere Elternteil auch noch vom Umgang ausgeschlossen wird. Also das sind Ergebnisse, die wir leider immer wieder serviert bekommen von Amtsgerichten, von Oberlandesgerichten, die dann also in eine verfestigte, dauerhafte, langfristige Entfremdung führen. Ein Kind dem anderen Elternteil zu entziehen, wird also oft zu leicht gemacht. Eltern-Kind-Entfremdung ist ein Verbrechen an der seelischen Entwicklung von Kindern. Das ist so. Und wer es ernst meint mit dem Wohl seiner Kinder, der darf das nicht tun. Und das muss ihm auch klar werden. Da brauchen wir dringend auch dann Sanktionen, die wirklich wirkungsvoll sind. Das ist eine Haltungsfrage. Wir haben das schon im Recht, dass sie Beschlüsse von Gerichten natürlich vollstrecken und sanktionieren können, wenn sie nicht eingehalten werden. Aber die Haltung in der Praxis ist doch sehr zurückhaltend bei der Umsetzung, was dazu führt, dass die Betroffenen nicht wahrnehmen, dass Gerichte und Beschlüsse von Gerichten ernst zu nehmen sind, was wiederum bedeutet, dass Umgangsentscheidungen womöglich einfach nicht eingehalten werden. Seitdem Cedric studiert und nicht mehr bei seinem Vater lebt, hat er wieder mehr Kontakt zu seiner Mutter.
Du hast immer so gesabbert. Mit den Erinnerungen an die ersten glücklichen Jahre versuchen Mutter und Sohn, sich wieder näher zu kommen. Weißt du, dass du mir Briefe geschrieben hast, um mir zu sagen, dass du nicht mehr an den Wochenenden kommen willst? Nee. In Handschrift. Liebe Mutter, du sollst endlich aufhören zu versuchen, dass ich am Wochenende doch zu dir komme. Denn das ist wirklich der einzigste Weg, dem Stress ein Ende zu machen. Nur wenn du aufhörst, können wir, wie du in deinem Brief geschrieben hast, Frieden haben. Ich meine das wirklich ernst, Cedric. Und das kam immer per Einschreiben an. War sicherlich meine 11-jährige Idee, das per Einschreiben zu machen, weil man in dem Alter auch so viel Ahnung hat. Wenn Kinder programmiert sind von einem Elternteil und alles tun, um sich zu solidarisieren mit dem entfremdeten Elternteil, wenn sie sich mit ihm verbinden, aus welchen Gründen auch immer, wenn sie Loyalität zeigen müssen, weil ihnen ansonsten Ungemach droht vom entfremdenden Elternteil, dann haben sie keine Chance, aus diesem Konflikt auszubrechen, also die Mauern der Kindheit zu durchbrechen und sich zu, ich sag mal, in einen Autonomiezustand hineinzubewegen, seine eigenen Entscheidungen als Erwachsener zu treffen und vielleicht auch zum Nachteil von Elternteilen zu agieren. Das gelingt vielen Menschen nicht, die diesen Manipulationsprozessen ausgesetzt waren. Das ist ja das Perfide an der Manipulation, dass sie eben auch nachhaltig ist. Die lange Trennung wirkt sich bis heute auf die Beziehung zwischen Mutter und Sohn aus. Und jetzt im Nachhinein, wo er erwachsen ist, erzählt er mir Sachen, die wusste ich nicht. Wirklich, wie schlecht es ihm geht, wusste ich nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ja, die Zeit kann man ja nicht zurückdrehen, also das ist weg. Die Zeiten kann man nicht nachholen, seine Kinderzeit. Das ist jetzt ein erwachsener Mann, den ich jetzt vor mir habe. Das ist was anderes, das ist eine andere Mutter-Sohn-Beziehung wie mit einem Kind. In der Eifel. Ralf ist mit seiner neuen Partnerin Claudia hier hingezogen, eine Autostunde von seinen Töchtern entfernt. Eigentlich wollten sie hier für jedes Kind ein Zimmer einrichten, doch es gibt inzwischen gar keinen Kontakt mehr. Das ist eine große Sprachlosigkeit, auch weil ich das gar nicht fassen kann, weil ich natürlich den Ralf ganz anders erlebe und weiß, dass er ganz anders ist, als was die Kinder ihm da vorwerfen. Und das wiederum macht mich teilweise auch unheimlich wütend den Kindern gegenüber, wo ich Ralfs Haltung total bewundere, da immer so den liebevollen Blick auf die Kinder zu bewahren. Ralf fällt es schwer, einfach hinzunehmen, dass sie nichts von ihm wissen wollen. Und er bemüht sich immer wieder. Mittlerweile beschränke ich mich in meinem eigenen Bedürfnis auf Kontakt darauf, ihnen Karten zum Geburtstag und zu Weihnachten mit 2-3 Zeilen zu schreiben. Einfach um ihnen immer wieder den Hinweis zu geben, dass ich für sie da bin, ja, dass die Tür nicht zu ist. Es wurde ihm gesagt, dass man das gar nicht wolle. Man will keine Karten zum Geburtstag und sie würde die sowieso nicht lesen. Ja, und so schreibe ich ihnen halt weiter Karten, ohne jegliche Erwiderung, also zumal keine positive. Claudia, kann ich das einfach vorlesen? Mhm. Ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen schöne Weihnachtstage. In meinen Gedanken bin ich bei euch. Ihr habt ja von der Baumpflanzaktion erfahren, Opa, Oma und ich schenken euch einen dieser Bäume und hoffen, vielleicht einmal gemeinsam mit euch die Früchte ernten zu können. Ja, ich find's gut. Kannst du so abschicken. Es gibt Väter, die daran zerbrechen. Es gibt allerdings auch Väter, die mir bekannt sind, die nach einem langen Kampf sagen, ich gebe auf. Das ist ja das Perfide dabei, dass Eltern irgendwann doch dem Wunsch des Entfremders, der Entfremderin entsprechen. Und dann ist im Grunde das Ziel erreicht. Dann wenden sich Elternteile verbittert ab und lassen es tatsächlich sein. Ralf hofft auf später.
Trost sucht er beim Nachbarn, der seine Verzweiflung nachvollziehen kann. Tag. Komm, nimm Platz. Vor 10 Jahren hat Oliver den Kontakt zu seinen 3 Kindern verloren. Ja, Mensch. Die Situation lässt sich nicht ändern. Das liegt nicht in deiner oder lag damals auch in meiner Hand nicht. Das ist das, was so furchtbar traurig macht, was so hilflos macht. Ja, ich kann es nur akzeptieren und versuchen, nicht mehr ständig in diesen Abgrund zu gucken. Die Trauer ist eigentlich meines Erachtens das, was unten drunter liegt. Alle anderen Gefühle sind oben drüber. Also da kommt dann erstmal eine abgrundtiefe Trauer und dann kommt die Wut nach außen. Der hat das gemacht, der hat das gemacht, so ist das gelaufen. Das ist eine fiese Sache gewesen, das war mies. Aber ich glaube, ohne Trauer kann man nicht loslassen. Und das Loslassen ist halt die Königsdisziplin in dem Fall. Das ist die ja Zeit arbeitet für dich. Das ist der Spruch, den ich gar nicht mehr hören kann. Denn die Zeit, die verrinnt, die ist halt auch weg. Die Zeit arbeitet insofern überhaupt nicht für mich. Bei Oliver hat die Zeit doch irgendwann für ihn gearbeitet. Nach 8 Jahren ohne seine Kinder hat sich der Kontakt vor 2 Jahren wieder neu entwickelt. Die Jüngste, Hanna, besucht ihren Vater seitdem regelmäßig. Der Blick ins Fotoalbum ist für Hanna ein Rückblick in eine Zeit, an die sie sich kaum noch erinnert. Das ist das Piratenschiff. Kannst du dich an das noch erinnern? Mhm. Auch nicht. So, und ab da bist du dabei. Da wickelt Lisa dich gerade. Ja, das sind nur deine roten Haare. Und da bist du. Mit selbstgeschnittenen Haaren. Oh. Da. Wie gesagt, ich hatte ja immer gehofft, dass ich das nie gemacht habe. Doch, du hast das gemacht. Ja. Während der Schwangerschaft mit Hanna hatte Oliver seine Frau betrogen. Ja, aber so war das. Das war natürlich insofern eine ganz beschissene Situation, weil das auch schon die Schwangerschaft mit der Hanna belastet hat. Also für meine Frau war das eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es ist wichtig, dass man zumindest im Rahmen der Möglichkeiten auch mal in die Schuhe des anderen steigt, ne? Und sagt, ich stelle mir vor, ich bin schwanger und mein Mann ist irgendwie gerade wieder woanders unterwegs, ne? Das ist halt eine ganz große Verletzung, die man da jemandem zufügt. Die Ehe ist daran zerbrochen. Bald darauf hat er eine neue Familie gegründet, mit Maren, die auch bereits ein Kind hatte. Später kamen noch ein Sohn und eine Tochter hinzu. Anfangs konnte Oliver seine Kinder aus der ersten Ehe noch regelmäßig sehen, bis Hanna 8 Jahre alt war. Wir sind alle 2 Wochen dann nach Norddeutschland gefahren, haben da entweder auf dem Campingplatz oder in einer Ferienwohnung dann das Wochenende verbracht. Und irgendwann ist dann dieser Kontakt auch abgerissen. Da kann ich mich genau daran erinnern. Und dann kam halt da der Stiefvater, also damals der Ehemann dann meiner Ex-Frau, raus und hat dann gesagt, also wir könnten die Hanna jetzt nicht sehen, das ginge jetzt nicht. Also sie haben da einfach dann einen Riegel vorgeschoben. Wir sind da mit dem kleinen Mattis im Kinderwägelchen dann da runtergefahren, in einem alten Opel Corsa, also scheiße und nochmal scheiße, und sind dann mit dem Baby auch wieder zurückgefahren, ne? So. Das war so das Niederschmetterndste. Die Idee davon, wie hätte es sein können, ne? Ich glaube, das ist eigentlich das, was einen ja in den ganzen Jahren am traurigsten macht. Also da brach dann wirklich so diese verzweifelte Zeit an. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn man Kinder verliert vor der Zeit, das man weiß doch nicht warum, nichts ahnend, sind da Türen verschlossen. So eine gewisse Wut kam dann später, weil man sich das nicht erklären konnte, weil es keine Möglichkeit gab zu einem Austausch. Und das ist einfach das, wo ich merke, das ist halt so eine, ja, es hat meine große Verletzung da drin. Ja, und manchmal ist es immer noch ganz komisch. Ja, wenn sie da sitzt. Für die neuen Partnerinnen ist der Kampf um die Kinder aus der früheren Ehe oft eine große Belastung. Tobias mag sich nicht darauf verlassen, seinen Sohn vielleicht irgendwann später wiederzusehen. Er kämpft um eine schnelle Regelung und versucht, wenigstens über Briefe den Kontakt zu halten. Was schreibst du denn? Ich habe geschrieben, ich hoffe, es geht dir gut. Ein paar Buchstaben hast du bestimmt schon in der Schule gelernt. Aber vielleicht hilft Mama dir beim Lesen. Also, ich habe ihn jetzt hier gefragt, hast du auch einen Computer?
Wenn er am Computer hätte, könntet ihr vielleicht auch irgendwann per Skype miteinander sprechen. Vielleicht in die Richtung irgendwas schreiben. Ja, aber das setzt ihn unter Druck. Ja, dann bleib neutral. Natürlich würde ich jetzt gerne reinschreiben, irgendwie. Ich hoffe, dass wir uns bald sehen oder irgendwas, aber dann fängt er dann zu Hause dann an zu heulen. Hier, ich will den Papa vielleicht sehen. Ja. Ja, du hast recht. Ich kann ihm nur schreiben, dann. Ich wünsche dir alles Gute und. Dein Papa. Mhm. Viele Kinder, die von einem Elternteil entfremdet werden, entwickeln auffällige Symptome. Wenn sie jünger sind, dann sind es eher biologische Folgen, die dann entstehen. Also Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten, Schreckhaftigkeit. Wir sehen bei Jugendlichen oder auch älteren Kindern schon Vorläufersymptome für Depressionen. Das ist ja etwas, das ernst zu nehmen ist. Und wenn man hier nicht frühzeitig unterbricht, dann wird es schwierig, auch den Leidensdruck zu vermindern, weil psychische Störungen die unangenehme Eigenschaft haben, sich zu manifestieren, zu chronifizieren. Das heißt, je länger sie bestehen, desto schwieriger wird es therapeutisch eben auch, den Leidensdruck zu vermindern. Auch Cedric leidet noch heute unter den Folgen der Entfremdung. Man fühlt sich schlecht, man wird weniger selbstbewusst dadurch, man wird trauriger. Ich kann beispielsweise nicht gut Nein sagen zu Dingen. Das ist für mich immer der leichtere Weg, es anderen recht zu machen. Und ich habe auch, glaube ich, dadurch schon immer Bindungsängste, weil diese Erfahrung einfach jemanden so wichtigen, der selbst zur Familie gehört, was eigentlich dieses unersetzliche Ding ist, das zu verlieren, das macht einem einfach viel Angst. Das Anstrengendste an dieser ganzen Sache ist, dass man manchmal das Gefühl kriegt, man ist nur noch ein Produkt dieser Erfahrung und dieser Kindheit und man kann gar kein anderer Mensch mehr werden, weil man so vorbelastet ist. Als Olivers älteste Tochter heiraten wollte, stellte seine Ex-Frau den Kontakt zu ihm wieder her. Danach traf er sich erst mit den beiden Großen, bald danach die erste aufregende Begegnung mit Hannah. Wir hatten, glaube ich, beide ganz ordentlich Respekt davor. Ne? So, und das war halt sehr aufwühlend. Ne? Also sie kam aus dem Auto raus, hat mich in den Arm genommen. Da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. So, ne? Ich war natürlich auch erstmal so reserviert und dachte so, ja, jetzt bloß nichts falsch machen. Ne? Weil ich würde ja jetzt nicht als Vater dann auf die zustürmen und die krallen. Ne? So, ne? Weil ich weiß ja gar nicht, ob sie das will. Ne? Also das war so Salzsäule, Modell Salzsäule. Ja. Ich kam da an, wusste ich nicht, soll ich ihn umarmen, soll ich Hallo sagen, sage ich Papa, sage ich nicht Papa. Es sah halt genauso aus wie früher. Also man hat so gewisse Erinnerungen, die dann wieder hochkommen. Aber im ersten Moment war ich völlig überfordert. Und auch für mich war das dann eher so, wichtig zu gucken, gibt es da noch so Dinge, wo ich mich erinnere, Gesichtszüge, Gesten, also dieses Vertraute. Also man versucht erstmal wieder zu gucken, gibt es da diese Vertrautheit. Weil auf der anderen Seite halt auch eine Fremdheit da war, die man nicht wegdiskutieren kann. Also es war so beides, weil sie halt eben einfach definitiv nicht mehr das Mädchen gewesen ist, was ich da irgendwann habe zurücklassen müssen. Und als ich dann hier reinkam, es war alles wie früher. Also es roch wie früher, es sah aus wie früher. Und das Einzige, was halt neu war, waren die kleinen Geschwister. Aber das ist halt das Tolle an Kindern. So, man lernt sich so schnell kennen. Und so nach ein, zwei Tagen ist das schon so total vertraut und irgendwie total lieb. Olivers Ex-Frau möchte sich zu dieser Geschichte nicht äußern. Aber ihr Verhältnis zum Vater ihrer Kinder ist jetzt wieder besser. Der Song heißt Unverbrüchlich. Der versucht, Worte zu fassen, wie das aus meiner Sicht war, dich wiederzutreffen. Hier normalisiert sich die Vater-Tochter-Beziehung allmählich. In vielen anderen Fällen warten Väter oder Mütter vergeblich. Der lange Winter ohne Hoffnung, die Eiszeit ist vorbei. Blass wie Aquarell, sinn ich dir seh. Worin liegt eine mögliche Lösung des Problems? Viele setzen auf das Wechselmodell, in dem das Kind zwei Wohnorte hat und abwechselnd bei der Mutter und beim Vater lebt. Das funktioniert nur, wenn beide Eltern in der Nähe wohnen.
Am üblichsten ist immer noch das Residenzmodell, in dem das Kind bei einem Elternteil lebt. Wenn man 300 Kilometer auseinander wohnt, bleibt nur das Residenzmodell. Man kann ein Kind nicht teilen und man kann es auch nicht wöchentlich hin und her schicken und so weiter. Wer viel Geld hat, dem empfehlen wir das Nestmodell. Das Kind bleibt in seiner gewohnten Umgebung und eine Woche ist Papa da in der ehemaligen Familienwohnung und eine Woche ist Mama da in der ehemaligen Familienwohnung. Eine Studie zeigt, dass 2016 in Deutschland nur 9% der Kinder zwischen der Mutter und dem Vater wechseln. 23% leben bei der Mutter und haben gar keinen Kontakt zum Vater. 36% haben selten Kontakt zum Vater. 25% haben wöchentlich Kontakt zum Vater. Nur 7% leben beim Vater. Inzwischen nimmt das Wechselmodell mehr und mehr zu. Mein Problem ist, dass das vollkommen egal ist letztendlich, in welchem Setting die Kinder wohnen. Entscheidend ist, kooperieren die Eltern miteinander oder kooperieren sie nicht und dann verlieren sie einen Elternteil. Von der Arbeitsgruppe für das Bundesjustizministerium wird kein bestimmtes Betreuungsmodell empfohlen. Und die Eltern werden auch nicht zu einer Beratung verpflichtet, wie Stefan Rücker und andere gehofft haben. Ich bin Befürworter der angeordneten Beratung. Ich finde schon, dass Eltern dort, wo sie miteinander konfligieren und wo kein Ausweg in Sicht ist, wo ein Elternteil destruktiv agiert, dass man sie da auch verpflichten muss, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Wenn der Konflikt zu hoch ist und es ist nicht zumutbar, dass sie nach an einen Tisch sich setzen, sollte man trotzdem versuchen herauszufinden, wer ist konstruktiv, wer meint es mit dem Wohl des Kindes wirklich ernst und wer torpediert, wer ist destruktiv, wer ist vielleicht auch egozentrisch. Da bin ich völlig aufgeräumt. Wir brauchen verpflichtende Beratung. Und deswegen bin ich verhalten optimistisch, was die Impulse anbelangt, die aus dieser Reform hervorgehen. Rechtlich ist es sehr kompliziert und im Grunde nicht möglich, Eltern zwingend zu verpflichten, bestimmte Beratungsangebote wahrzunehmen. Es wird nicht vorgeschrieben, aber empfohlen und auch finanziell unterstützt. Wenn Eltern in Gespräche miteinander kommen sollen, dann sind Mediationen oder Erziehungsberatungen natürlich ein gutes, probates Mittel. Die gibt es auch meistens sehr kostengünstig, wenn nicht sogar kostenlos. Die karitativen Verbände, die haben häufig kostenfreie Angebote zur Verfügung. Auch über das Jugendamt kann man kostenfrei in Beratung gehen. Also die finanzielle Situation hält die Eltern wahrlich nicht davon ab, in Beratungsgespräche zu gehen. Was ich mir als Kind auch schon immer gewünscht hätte, die hätten sich zusammengerissen und einfach versucht, sich Mühe zu geben, einfach um zu schauen, dass ich irgendwie ein normales Leben habe und diese Streitereien eben nicht irgendwie wichtiger werden als das eigene Kind. Das halte ich eben für unglaublich egoistisch. Man sollte sich dessen bewusst sein, bevor man ein Kind kriegt, ob man dafür bereit ist. Irgendwie habe ich es gewusst, dass Liebe unverbrüchlich ist.